Liebe Freunde, hier ist euer Steinmann. Ich habe gerade den Spielstand geladen und plötzlich ist hier neben uns ein Eistroll. Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist. Aber, tja, jetzt hilft kein Jammern. Wir müssen gleich einsteigen in den Kampf. Und vor allem will ich hier... Ich hatte ja das letzte Mal groß über diesen tollen neuen Stab gesprochen, aber habe ihn natürlich gar nicht angelegt. Ich werde ihn mal als Primärwaffe definieren. Kann ich jetzt nicht im Kampf. Na gut, dann werde ich auf jeden Fall die Waffe wechseln, damit Zahua auch den Stab hat. Und ich glaube, wir werden mit Palegina nicht in den Nahkampf gehen, sondern sie soll mit ihrer Pistole schießen. Und Sagani kann wieder den Bogen nehmen. Und ansonsten hoffe ich... Achso, mit Palegina gehen wir mal ein bisschen zurück. Dass wir gegen den Troll hier bestehen können. Ja, eigentlich gegen einzelne Gegner sollten wir eigentlich kein Problem haben. Er trifft uns auch nicht. Er ist schon verletzt. Er verliert irgendwie grünen Schleim. Gift. Grünes Blut, wer weiß. Okay, bewusstlos und dem Tode nahe. Oh, er schlägt noch einmal zu, aber Gott sei Dank keinen Treffer. Und da liegt er. Ja, das war eine überraschende Begegnung. Wie das wohl zustande kommt, keine Ahnung. Wir plündern ihn mal schnell. So, ja, wir hatten ja einen ziemlich harten Kampf, der hinter uns liegt. Und ich habe mir was überlegt in der Folge dessen. Ich werde wieder doch die volle Kontrolle über so gut wie alle Figuren übernehmen. Man kann ja sowieso eingreifen. Aber ich werde über Zahua, habe ich das schon, ich werde über Sagani wieder die Kontrolle übernehmen, über Palegina und über Eda auch. Ich bin doch nicht ganz so zufrieden und ich habe auch das Gefühl, dass wenn man sich nicht mehr mit den Charakteren so beschäftigt, man auch ziemlich schnell vergisst, was die eigentlich für Fähigkeiten haben und dann, wenn es nötig ist, das dann auch gar nicht mehr so entsprechend einsetzen kann, weil man sich nicht mehr erinnert. Das ist sowieso, muss man mal sagen, ein Problem, oder was heißt Problem? Eine Herausforderung dieses Spiels, denn man hat 6 Figuren. Alle Figuren haben irgendwelche Spezialfähigkeiten, die alle in einer gewissen Situation angewendet werden sollten, weil sie in bestimmten Situationen einfach besonders hilfreich sind. Am krassesten ist es zum Beispiel bei Durance, bei dem Priester. Der hat also hier bisher, naja, ich weiß nicht, 40, 50 Priesterzauber, die alle irgendwo sinnvoll sind und die man sich alle eigentlich merken muss. Gut, wenn man jetzt viel Zeit hat, dann kann man bei jedem Kampf hier ganz genau sich überlegen, was man macht oder so. Aber als jemand, der hier so ein Let's Play macht, der fühlt sich ein bisschen in der Verantwortung, es jetzt nicht elendig lange zu machen. Ich glaube, das ist auch in eurem Sinne. Ich weiß, da sagen einige, nein, man, nimm dir Zeit und mach das ganz genau. Aber auf die Dauer gesehen, wenn dieses Let's Play am Ende 500 Folgen, ich glaube, da machen dann doch so einige nicht mehr mit. Das ist also immer eine Gratwanderung und ich spiele hier garantiert nicht optimal. Insofern bin ich auch froh, dass wir den Schwierigkeitsgrad so gelassen haben. Und ich hoffe, ihr ertragt es, wenn ich hier so einige Schnitzer mache, einige Ungenauigkeiten, wenn ich nicht die gesamten Fähigkeiten, sag ich mal, der Charaktere immer voll abrufe. Gut, wie auch immer, wir belassen es jetzt so, dass ich die anderen wieder führe. Ich werde Durance nochmal automatisiert lassen, weil ich diese Priesterfähigkeiten sowieso nicht alle auswendig können. Ich glaube, die KI macht mehr Sinnvolles als ich. Aber woran ich mich selbst nochmal wirklich erinnern möchte, ist, das habe ich nämlich ein bisschen vergessen, dass sowohl Vali als auch Durance die Stufe 1 Zauber, die es hier gibt, die quasi unbegrenzt verwenden kann. Und das sollte ich doch ein bisschen häufiger anwenden. In bestimmten Situationen ist das sicher sinnvoll. Ich hoffe, ich denke daran. So, jetzt ist die große Frage, rasten wir gleich wieder, aber ich will es nochmal probieren. Also ich riskiere das Ganze jetzt einfach mal. Und wir wagen uns jetzt gleich mal an diesen anderen Kampf, der hier oben gleich auf uns wartete. Genau. Mit der Eispest und der... Ja, mit der großen Eispest. Und ich möchte glatt mal beginnen mit einem Feuerball. Ich glaube, das ist gegen so eine Eispest eine feine Sache. So, aber wir sollten vielleicht insgesamt noch ein Stück nach vorne rücken. Und zwar alle. Und genau, Palegina, die... Oh, verdammt, sie haben uns schon gesehen. Das ist schlecht. Ja, dann beginnen wir mal.
mit einem Feuerball, den ich jetzt hier einsetze. Blöderweise die schießen. Okay. Das heißt, na, der gute Zahua, der kommt wahrscheinlich hier nicht so richtig um die Ecke. Wir werden auf jeden Fall Palegina, die schießt mal hier hin und Sagani schießt auch hier hin und macht gleich mal markierte Beute. Aber sie sieht ihn nicht. Wieso das denn? Weil der hinter irgendwie so ein Ding steht. Na gut, dann ist das so. Und Durance. Durance, da beginnen wir jetzt mal wieder mit den Standards. Und zwar Rüstung des Glaubens und so weiter. So, okay, das war doch ein netter Feuerball. Zahur, ich weiß gar nicht, Palegina, ach, die läuft deshalb, weil sie nicht, die sieht, das ist doof. Du sollst nicht laufen. Eder muss ganz nach vorne. Und Zahur läuft bitte außen rum. Und Sagani sieht die auch nicht, deswegen geht sie mal ein bisschen zurück. Ist ein bisschen doof. Dann wird Vali mal Folgendes machen, vielleicht kann der die sehen. Dann haut er jetzt gleich mal... Ach, Vali haut da noch einen Feuerball rein. Feuerbälle sind, glaube ich, die Eispest. Oder was Feines. So, hier haben wir große Immunität. Eben gesehen, ich weiß nicht gegen was. Aber der Lagofett ist auch schon schwer verletzt, das ist schön. Bloß Sagani hat nichts zu tun, weil sie die nicht sieht. Aber jetzt sieht sie die. Aber ich glaube, wir töten erstmal die da hinten. So, Palegina. Und Zahua geht hier gegen die große Eispest vor. Oh, was ist denn mit dem los? Warum hat er so viel Ausdauer verloren? Wow. Ach, die sind, glaube ich, alle gegen Zahua gegangen. Na gut, der hat schon 10 Wunden. Dann kann er jetzt richtig loslegen. Dann schubsen wir erstmal die eine, diese Eispest davon. Das ist vielleicht nicht schlecht. Und Vali... Ja. Vali wird jetzt... Wird mal versuchen, hier ordentlich zu unterbrechen. Ah, er sieht die nicht. Aber den sieht er... Ach nee, das ist zu weit weg. Das ist doof. Muss er zu weit rangehen. Vali wäre ganz gut, hier mit dem Feuer hier weiterzuarbeiten. Wir machen mal noch einen Feuerball. Lasst uns noch einen hier so reinholen. Immun? Wieso ist der immun? Die große Eispest ist gegen was bitte immun? Was habe ich da gesehen? Große Eispest. Da kennen wir noch gar nicht. Gegen Frostimmun. Ja, wieso? Hat er irgendwie Frostschaden gemacht? Das ist mir nicht ganz klar. Warum das der Fall ist. Puh. Okay. So, den haben wir beseitigt. Sehr gut. Dann ist jetzt der hier dran. Der von da, die von da hinten schießen, das ist widerlich. Aber sie kann die nicht sehen. Das ist merkwürdig. Gut, aber wir helfen hier nochmal. Wir machen Segnung für unsere Nahkämpfer da vorne. Ach, Palegina läuft. Das ist doof. Das ist doof, das ist doof, das ist doof. Ne, da muss sie hinten bleiben. Hilft nichts. Da muss sie hier schießen. Auf die Eispest. So. Und du machst mal Kraft der Qual. Und du schießt hier auch. Und unser Vali, was macht der? Am besten wäre, wenn er irgendwie so einen Feuerstrahl hinkriegen würde noch. Oder? Ne, wir wollten doch noch einen Feuerball. Mach das doch auch. Itomak hat schon niedrige Ausdauer. Wir versuchen jetzt mal Niederstrecken. Immun gegen Niederstrecken. Okay, und dann machen wir mal energische Verteidigung. Und der ist schon wieder immun gegen sonst was. Aber geil, wie weit der sie da wegschubst. Das ist schon eine coole Sache irgendwie. Ich finde, er sollte mal durchlaufen jetzt. Gegen diese blöden Typen. Vielleicht kriegt er das hin. Mal gucken. Und Vali... Itomak ist jetzt bewusstlos. Okay. Jawohl. Sehr schön. Der Feuerball hat gesessen. Und mal gucken. Der ist ja sehr, sehr schnell. Ja, er kommt da gut durch. Perfekt. Zahua ist durch und jetzt wird er die erstmal betäuben. Jetzt wird er die ausschalten. Die sind nämlich echt gefährlich, weil die von hinten diese blöden Giftpfeile schießen. So, die Eispest ist schon schwer verletzt. Hier können wir...
gar nicht groß was machen. Aber Walli hat Freizeit. Dann machen wir mal Standards. Wir versuchen sie mal benommen zu machen. Sind schon wieder immun und Sagani hat niedrige Ausdauer wegen diesem blöden Fernkämpfer. Das ist echt Mist. Hat sie hier kleiner Ausdauertrank, versucht sie zu nehmen. Okay, das haut gut rein. Der arkane Angriff, der haut richtig rein. Dann werden wir den gleich hier hinten nochmal hinsetzen. Puh. So, Zahua, hast du die jetzt ein bisschen benommen gemacht? Ich versuch's nochmal gegen den hier. Ach du Schreck. Zahua wurde hier richtig getroffen. Oh Gott, das war ja fatal, dass wir ihn dahin geschickt haben. Versuchen wir es mal mit einem Trank der Ausdauer. Und ansonsten... Puh. Schwer verletzt. Wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen fokussieren. Der da hinten kommt auch wieder. Ich glaube, Zahua wird jetzt Schwierigkeiten haben. Das werden wir nicht hinkriegen. Na komm, nimm schon deinen Trank. Nimm schon deinen Trank. Der ist dem Tode nahe, das ist gut. Der kommt zurück. Versuchen wir mal einen Hieb der 1000 Schleier, um ihn zu unterbrechen. Wir fokussieren uns jetzt hier auf das Ding. Markieren wir die Beute mal. Ah, der ist immun, das ist Mist. Okay, Zahua ist bewusstlos. Zahua ist aus dem Spiel. Das ist verdammt ärgerlich. Wir müssen die da hinten ausschalten. Das ist eine schwierige Situation. Vielleicht machen wir mal Folgendes. Vielleicht kommt Walli dahin. Wie lang? 10 Meter. Vielleicht kann er die einschlummern lassen. Probieren wir das mal. Muss ein bisschen laufen. Ja, mal gucken. Ja, er kommt ran. Zagani ist auch bewusstlos. Oh Gott, jetzt nehmen sie uns hier einen nach dem anderen aus dem Feld. Das wird hart. Wir müssen endlich mal diese Eispiste. Wichtig wäre, dass das Einschlummern nicht funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Die sind erstmal für 14 Sekunden niedergestreckt. Okay. Puh, Leute, wir müssen diese anderen Dinge jetzt besiegen. Und dann kann Eder da vielleicht hin. Boah, die sind immun. Was hat denn Walli noch drauf? Walli hätte jetzt noch... Nein, geh doch bitte nicht da oben rum. Ich will mit Walli hier jetzt den berühmten Feuerstrahl machen. Komm. Jawohl, der hinten ist tot. Sehr gut. So, Eder läuft jetzt am besten nicht durch den Feuerstrahl. Durance schwer verletzt. Gut. Ah, Eder brennt auch schon. Immun. Ja. Aber er ist ja auch bald hin. Okay, dem Tode nahe, das funktioniert. Okay, die haben wir. Und jetzt muss Eder hier hin. Oh Mann. Was für ein schwieriger Kampf. Was ist mit der Eispest da oben? Am besten... Tja. Ich meinte... Noch hat Palegina ziemlich viel Ausdauer. Eigentlich könnten wir es wagen, mit ihr dahin zu rennen und dann mit ihrer Flammen der Hingabe das Ding anzugreifen. Das wäre schon möglich. Und du versuchst mal gleich einen Niederschlag. Und Walli unterstützt dabei nach Kräften, indem er den anderen versucht zu unterbrechen. So. Und wir greifen hier weiter an. Ah. Jawohl, Niederschlag hat geklappt. Sehr gut. Dann greifen wir jetzt mal schnell den anderen weiter an. Okay, die Eispest ist nur verletzt. Jawohl, der ist hin. Sehr gut. Oh Mann, mit Mühe und Not kriegen wir es hin. Gut. Und jetzt noch alle gegen die Eispest. Ja, die sind offenbar gegen Wuchtschaden immun. Eder mit seinem tollen Ding kann da überhaupt nichts ausrichten. Aber offenbar tut
dieses Teil auch nichts. Es lässt sich irgendwie alles gefallen. Es ist irgendwie, keine Ahnung, paralysiert. Insofern brauchen wir uns jetzt keine große Mühe mehr geben. 24 Schaden. Durance macht ordentlich Schaden, muss ich sagen. Puh, liebe Freunde. So, den Kampf haben wir auch bestanden. Und jetzt sollten wir aber mal auf jeden Fall rasten. Oh Mann. Wow. So. Gehen wir mal alle zusammen. Und ich will jetzt mal gucken, wie viel hat jetzt der Stab schon an Ausdauer gemacht. Hier 128 von 625. Das geht doch ganz ordentlich voran. Und ich muss sagen, ich habe ein deutlich besseres Gefühl wieder beim Kampf. Ich hatte schon irgendwie mit der Zeit das Gefühl, dass ich so ein bisschen die Verbindung zu den Charakteren verliere und ihren Fähigkeiten. Das ist jetzt ein bisschen wieder aufgehoben, dieses Gefühl. Was ist hier? Diese Feuerschale scheint groß genug zu sein, um einst ein Leuchtfeuer beherbergt zu haben. Hm, war das hier so ein Turm? Und hier, was haben wir hier? Ein Knochenhaufen mit einer guten Rüstung und ein Dorgan-Zahnrad. Die Siedlungen in der Weißmark benutzen verschiedene Bronzemünzen als Währung. Diese Zahnräder wurden in Dorgans Batterie verwendet, wo sie in einem zweistufigen Verfahren gefertigt wurden. Die charakteristischen zahnradförmigen Rohlinge wurden in Bronze gegossen. Während sie abkühlten, wurden sie in eiserne Pressform geschlagen. Die Münzen sind aufgrund ihres hohen Kupfergehalts im östlichen Abschnitt noch immer recht wertvoll. Ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Aber das ist wahrscheinlich eine reine Geldwährung jetzt. Ich habe übrigens noch Kräuter vergessen, die wollen wir noch einsammeln. Flussschilf und hier unten war auch noch was. Genau, hier noch ein Pilz. Den wollen wir hier nicht liegen lassen. Oh, und das ist doch, ist das möglicherweise der Wasserfall? Und wie kommen wir hier unten hin? Ach, wir können da einfach rein. Ach du Schreck. Jetzt klicke ich darauf und dann gehen wir einfach rein. Aber ich wollte rasten, Leute. Können wir hier auch rasten? Können wir, Gott sei Dank. Na, da bewegen wir uns dann mal eben unvermutet in diese Höhle hinein. Und möglicherweise ist das diese Höhle, wo diese Geschichte mit der Seele aufgeklärt wird, hinter dem Wasserfall. Das war doch irgendwie, davon war doch die Rede. Wir können uns hier was angucken. Unter dem Schnee liegen einige Knochen, von denen das Fleisch abgenagt wurde. Sie sind mit Beißspuren übersät. Oha. Was für ein Monster erwartet uns denn hier, bitte? Achso, am besten schleichen. Gehen wir mal hier am Rande. Uah, Schleim und Eis, okay. Und da nochmal so ein Eiskram. Da liegt irgendwas. Gucken wir uns das erstmal an. Ein Knochenhaufen mit Geld drin. Mehr ist hier nicht zu sehen. Hm. Hier haben wir diese blöde Eispest wieder. Ja. Aber da wissen wir ja, was zu tun ist. Da ist vor allem... Achso, Sagani kann jetzt wieder aufs Schwert zugreifen. Die anderen Waffen sind, glaube ich, richtig. Tja, da ist vor allem Feuer gefragt, ne? Jetzt haben wir das wieder. Dann beginnen wir mal wieder damit, Feuerbälle zu schmeißen. Wie weit muss Wally gehen? Ich glaube, wir machen das mal so. Ach, scheiße. Was haben wir denn hier? Ein Drache. Ach, du Schreck. Leute. Okay. Sehr schön. Gut. Was für ein Horror. Was für ein Horror. Wir gehen hier einfach mal so in die Höhle rein. Puh. Ich befürchte, dieser Kampf wird richtig krass und wir haben verschreckt. Wir sind verschreckt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin ja genauso verschreckt wegen des Auftauchens dieses Alpindrachens. Okay, liebe Freunde, das ist der Moment, wo ich erstmal diese Folge abbreche, denn dieser Kampf, der wird vermutlich eine Folge lang dauern. Und ich bin sowas von froh, dass wir gerastet haben. Vielleicht haben wir eine Chance. Mal gucken, wie wir gegen diesen Drachen bestehen werden. Gott, was ist hier bloß los in der Weißmark? Heftig. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Euer Steinball.